5 Jahre später. 1141. Ihr seid also aus Rom zurück, Bischof Walleran. Ja, es war eine sehr erhellende Zeit. Was wollt ihr? Der Papst war sehr erfreut, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um die Kirche zu stärken. Wir haben es nicht für die Kirche getan. Weniger erfreut war er über den Handel, den ihr mit dem Prior von Kingsbridge abgeschlossen habt. Aha. Was geht ihn das an? Um das klarzustellen, wir werden uns nicht in euren persönlichen Streit einmischen. Das Abkommen, das wir mit der Priorei von Kingsbridge getroffen haben, hat den Segen des Königs. Natürlich. Und ihr würdet in dieser Sache eure Meinung nie ändern. Sagt mir, ist euer Sohn bereits aus dem Heiligen Land zurück? Wir haben nichts von ihm gehört, seit er sich eurem Kreuzzug angeschlossen hat. Wenn er stirbt, ist eure Kirche dafür verantwortlich. Unterschätzt euren Sohn nicht, Lady Hamley. Das wäre ein großer Fehler. Kapitel 10. Der Aufstieg von Kingsbridge. Nicht mehr lange und wir werden ein Dach haben. Wunderbar. Dann brauchen wir unsere Gottesdienste nicht mehr in der Krypta abzuhalten. Ihr könntet schon damit anfangen, die Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Warum eine Holzdecke? Damit das Ganze wieder in Flammen aufgeht? Eine Holzdecke zu bauen ist billiger. Alle haben sich auf eine Holzdecke geeinigt. Halt die Klappe! Und die Außenmauern sind nur dafür gemacht, eine Holzdecke zu tragen. Halt die Klappe, Jack! Ein Handwerker sollte so etwas wissen. Tu, was man dir gesagt hat. Meißel an deinem Stein rum, Lehrbursche. Mit dem Dach ist es wie mit deinem fetten Hals. Er ist nur dafür gemacht, einen leeren Holzkopf voll Stroh zu tragen. Jetzt reißt euch mal zusammen. Das hier ist ein Haus Gottes. Groß nur gewohnt. Lasst es euch gesagt sein, wenn ihr damit nicht aufhört, wird einer von euch gehen müssen. Und jetzt konzentrier dich auf deine Arbeit, Jack, und bring sie wenigstens einmal zu Ende. Also, wo waren wir? Ihr könntet damit anfangen, Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Können wir uns das derzeit leisten? Wir bezahlen schon so viel. Verdammt. Oha, mit der Lena. Tom Builder. Alfred. Ah, Aliena. Wie geht es euch? Ich werde heute meine Wolle nach Shiring bringen. Morgen beginnt der Wollmarkt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Milius und ich haben bereits alles vorbereitet. Wir würden deutlich höhere Einnahmen machen, wenn Percy Hamley in dieser Woche nicht schon wieder die Steuern erhöht hätte. Schon wieder? Jonathan, du darfst nicht einfach so weglaufen. Bleib hier bei uns. Tom hat recht. Hörst du? Er sieht wie ein richtiger Mönch aus. Omnius, Pluvius, Nomini, Patri, Amen. Ist es aus. Das klingt wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Aha. Wir müssten uns über das war ja, wie hieß das? Wenn wir unsere lückenvoller Text. Nobum Ipsum. Dazu müsste uns der König eine Lizenz erteilen. Das würden die Hamleys sicher verhindern wollen. Sie wollen die Steuereinnahmen aus der Wollmesse in Shiring für sich. Sorgt euch nicht, Philipp. Wir werden dieses Jahr einen guten Gewinn machen. Es ist ein gutes Jahr. Wir hatten noch nie so viel Wolle zu verkaufen. Passend dazu fährt er. Sorry. Ich habe das Fenster offen. Ich werde ein neues Lagerhaus bauen müssen. Fährt Krankenwagen vorbei. Alfred ist jetzt Handwerksmeister. Wenn ihr ihn bezahlen könnt, wird er euch helfen.
Sehr gut. Passt hier sehr gut. Wenn sie nicht selbst ein Geschäft hätte, würde ich sie anheuern, für mich zu arbeiten. Ich würde sie für andere Dinge anheuern. Hey! Ach, das ist... Das fange ich nur noch an. Hey, nimm das zurück! Was schert es dich? Aber ernsthaft. Ich wette, dass sie sich nicht mal an deinen Namen erinnert. Zum letzten Mal. Hört auf, euch zu streiten! Sehen wir uns noch einmal die Pläne an, Philipp. Es gibt ein Problem, das ich mit euch besprechen muss. Ja, tun wir das. Nimm das zurück, Alfred. Lass ihn in Ruhe. Und mach wenigstens einmal deine Arbeit fertig, Jack. Und Jack, hab bitte ein Auge auf Jonathan, ja? Was? Warum muss ich das machen? Mach deine Arbeit fertig, Jack. So ging es immer zu. Aber an dem Tag kümmerte mich das nicht. An dem Tag wollte ich Aljena treffen. Ich wollte ihr sagen, was ich für sie empfand. Und nichts und niemand würde mich aufhalten. Wo sie wohl ist. Alfred wird noch bereuen, was er über Aljena gesagt hat. Tom besteht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache. Such Aljena. Aktueller Ort, Kathedrale von Kingsbridge. Okay, Jonathan und mit dem Novizen können wir reden. Und hier können wir noch einen Riss in der Wand betrachten. Aber erstmal unseren unvollendeten Kragstein. Arbeite später weiter oder arbeite jetzt weiter? Später. Müssen wir erstmal Aljena finden. Bruder Markus? Oh, Jack. Na, worüber grübelst du gerade nach? Ich habe nur gerade dran gedacht, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn sich Philipp meiner nicht angenommen hätte. Er hat mich vor Remigius Rohrstock bewahrt und dann hat er mich vor mir selbst gerettet. Und jetzt? Gefällt dir das Leben als Mönch? So ganz alleine. Niemand da, der dich küsst? Philipp sagt, ein Diener Gottes zu sein, ist eine Entscheidung, die man jeden Tag aufs Neue treffen muss. Und ja, auch heute will ich dem Herrn dienen. Diene dem Herrn, solange es deine Entscheidung ist. Tja. Tympanon haben wir ja, ein Tympanon. Kommt über den Eingang. Ach, da kommt das Paradies und so weiter hin. Da haben wir drüber geredet. Ob der Paradies der oder. Des Lebens. Als Martha noch klein war, wollte sie unbedingt ein Relief mit Tieren. Ich wollte, dass er wie kein anderer Baum aussieht. Mehr wie eine Idee. Mir gefällt's. Aber niemand erkennt, dass es ein Baum sein soll. Nun, Tom sagt, es sei fertig. Und ich krieg keinen zweiten Versuch. Aha, fertig also. Es macht in die Krypta. Das kommt immer und immer wieder. Oh Mann. Die Mauer geht jetzt schon in die Brüche. Und dann kommt Alfred noch auf die Idee, ein Steindach statt eines Holzdaches draufzusetzen. Dummkopf. Damit du es nicht wieder anzündest. Jetzt reden wir mit dem kleinen, mächtigen Mönch. Hey, kleiner Bruder. Lass uns Spaß haben. Das darfst du nicht. Oh, ich darf. Tom und Philipp sagen nein. Du musst arbeiten. Ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei.
Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Sag's lieber nicht, Philipp. Das ist unser Geheimnis. Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört oder er denkt drüber nach. Und können wir Spaß haben. Hurra, Spaß haben. Oder so. Oh, er kommt mit. Okay, jetzt haben wir ihn verführt. Na toll. Zum Spaß. Zum Spaß verführt. Oh, eine fette Ratte. Sie ist weg? Wo ist die hin? Hinter der Wand muss ein Hohlraum sein. Die Grundmauern und die Gruft sind Teile der alten Kathedrale. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten schlummern. Können wir auch untersuchen. Philipp sagt, dass er nur ruht. Wenn Adolphus irgendwann aufwacht, wird er sich wundern. Er ist ganz schön weit weg von zu Hause. Ob ich wohl irgendwann fremde Orte sehen werde? So wie Cordoba. Okay. Die Mauer untersuchen. Sie ist weg? Die Mauer? Glaube ich nicht. Alles in Ordnung, Jonathan? So. Jetzt hätten wir hier noch ein Wespennest, na sehr schön. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Ist ja sehr hübsch bei einem Bauwerk. Bauleute auf dem Gerüst, ich sehe keine Bauleute. Hey, da oben! Da unten! Ne, alles in Ordnung nicht. Da oben! Ja, Jack, jetzt verpiss dich! Hüte deine Zunge, Jack! Hey, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ja. Kathedrale von Kingsbridge. Sind wir außen davor. Jonathan, nicht weglaufen. Keine Sorge, er ist hier drüben. Ach, sehr gut. Danke, Martha. Und nein, ich habe keine Zeit, auf ihn aufzupassen. Verdammt. Oh nein! Alles kaputt. So klingt das Lied des Marktes. Solltest du nicht arbeiten, Jack? Ich gehe vielleicht besser, bevor ich noch was kaufe. Hey, pass auf, wo du lang gehst. Das ist ja die Höhe. Jetzt trampeln sogar schon die Mönche auf meine Hühner. Wie läuft das Geschäft? Alles gut? Immer mehr Leute kommen hierher. Gestern waren 2 Dutzend Händler aus Shiring hier. Erschöpft? Ziemlich. Aber die Priorei hat eine Menge Geld verdient. Anscheinend hat der Graf auf seinem Markt in Shiring die Steuern erhöht. Deshalb kommen sie alle lieber hierher. Jetzt sind sie aber alle zurück nach Shiring gegangen, zum Wollmarkt. Verlangt der Graf denn geringere Steuern für den Wollmarkt? Im Gegenteil. Nach dem, was man mir erzählt hat, ist es noch schlimmer. Also dürfen sie alle nur dort mit ihrer Wolle handeln, genau wie Aliena und die Priorei. Aber man braucht eine Genehmigung für einen Wollmarkt und die hat nur Shiring. Aha. Gehst du nicht zum Wollmarkt nach Shiring? Nein. Philipp hat mich gebeten, die Aufsicht über den Markt hier zu führen. Also arbeitest du jetzt für Philipp und Aliena? Ich weiß, das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber wir wollen hier alle schließlich dasselbe. Und was ist das? Dass es Kingsbridge gut geht. Das ist schließlich unser Zuhause.
Mag sein. Du solltest auch arbeiten. Ich mache nur eine Pause. Möchtest du nicht einen von diesen feinen Stoffen kaufen, Jonathan? Tolle Idee. Ich könnte dir eine rote Kutte machen. Oder eine blaue. Nein. Nein, das wäre albern, nicht wahr? Welche Farbe haben die Kutten von Mönchen? Braun und schwarz und grau. Wie kommst du mit Alfred zurecht? Er redet eigentlich nur mit mir, wenn ich ihm was kochen soll. Warum kochst du immer noch für ihn? Er hat keine Frau. Und er ist mein Bruder. Ich würde dich nie bitten, für mich zu kochen. Selbst Jonathan würde das nicht. Und er ist auch dein Bruder. Jack, das darf keiner wissen. Keine Bange, er ist ein kleiner Mönch. Er ist jedermanns Bruder. Hast du Aljena gesehen? Vielleicht ist sie heimgegangen. Sie erwartet einen Besucher, glaube ich. Einen Besucher? Höre ich da Eifersucht in deiner Stimme? Wo ist sie? Ich habe wo keine sie Ahnung, heim? Wo ist sie zu Hause? Das weiß ich noch gar nicht. Ich sollte mich besser auf den Weg. Ich weiß es, Jack. Oh, bevor ich's vergesse. Ich habe eine Nachricht für dich. Nacht von Alan. Alan. Füchschen, ich muss dich sprechen. Du findest mich auf der kleinen Waldlichtung am Fluss. Ich glaube, Alan will mit dir über Papa reden. Was gibt es da zu reden? Tom glaubt nicht, dass ich Baumeister werden kann. Das ist nicht wahr. Genau darüber will sie mit dir reden. Papa weiß, was du kannst. Er hat es ihr gesagt. Hat er? Ja. Er ist kompliziert. Das stimmt. An Tagen wie diesen kann man sich hier fast verlaufen. Castle Priory von Kingsbridge im Jahre 1141. Was? Aha, der Marktplatz, die Küche. Ja, im Prinzip kennen wir es ja. Ich weiß nur, dass der Steinbruchmeister plötzlich Geld für die Steine haben will. Und der Forstmeister vom Chute Forest besteht jetzt darauf, dass wir für das Bauholz zahlen. Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Shiring. Wenn unsere Arbeiter das hören, werden sie sich Sorgen machen. Wenn einmal die Westfront und ihre Türme die Priorei überragen, wird sie noch eindrucksvoller sein. Nur noch ein paar Jahre. Was ich darum geben würde, wenigstens einen der Türme zu bauen. Natürlich. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist es. Aber ich kann euch versichern, dass wir zumindest für ein paar Wochen über die Runden kommen werden. Ich habe für einen solchen Fall vorgeplant. Was habt ihr? Es ist immer mit Engpässen zu rechnen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Bein reden sollten. Weiter bezahlen und wir haben genug Holz und Steine für den nächsten Monat. Wenn ihr nicht so gut planen würdet, wären wir jetzt verloren. Was ist? Stoffe zu walken ist harte Arbeit, nicht wahr? Ziemlich hart. Darum haben wir auch so wenige zu verkaufen. Wenigstens verkaufen die sich gut. Warum fragst du? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Vielleicht auch nicht. Ich muss mit dem Grafen sprechen. In der Tat. Aber zunächst sollten wir mit den Arbeitern sprechen. Stimmen wir sie mal. Was hast du hier draußen zu suchen, Jack? Hast du deinen Kragstein fertig? Ich bin noch nicht fertig, aber ich mache es später, ja? Warum habe ich das Gefühl, dass dein Kragstein weder heute noch morgen fertig wird? Ich tue mein Bestes, in Ordnung? Wenn du mich noch andere Sachen machen ließest als bloß die Figuren... Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich kann viel mehr als Steine behauen. Und das weißt du. Wir können nicht immer das tun, was wir wollen. Alfred schon. Jack, bitte. Wir haben gerade andere Sorgen. Der Graf von Shiring hat uns seine Unterstützung versagt. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir unsere Arbeiter entlassen müssen. Wir könnten den Bau der Kathedrale nicht fortsetzen. Ich werde mit Percy Hamley sprechen. Ich muss. Und wenn er mir keine Audienz gewährt, muss ich mich an den König wenden. Oder das ist das Ende von Kingsbridge. Kann ich irgendwie helfen? Ja, indem du tust, was man dir sagt. Mach deine Arbeit und nichts als deine Arbeit. Und lass Alfred in Ruhe. Ihr habt recht.
Okay, ja, gehen wir auf den Weg. Immer noch auf der Suche nach Jena. Das ist eine Valkyrin. Was auch immer eine Valkyrin ist, werden es vielleicht gleich erfahren. Guten Tag, die Damen. Ha! Wenn das nicht der hübsche Jack ist, bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? Eigentlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände. Vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird all jener sich neue Valkyrinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mach nur mal Pause, in Ordnung? Jenas Valkyrinnen haben geschundene Hände. Ich würde mal sagen Valkyrien, oder? Das passt hier zum Englischen besser. Jenas Haus. Straße nach Norden. Wir sollten erstmal zur Brücke. Glaube ich, da sollten wir wen treffen. Hier der Novize und der alte Mensch. Wunderbar. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er hier kam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. Er erklärt dem Novizen das mit der Brücke und dem Zoll. Ich störe sie besser nicht. Okay, was tust du hier? Hey. So, hier. Nochmal kurz zur Mühle. Hier waren wir auch noch nicht drin. Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit... Aljena! Ach du Schreck. Ich hätte es gleich beim Haus nachgeschaut. Aber scheinbar ist sie hier. Ja. Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Okay. Und was ist der Unterschied? Und wie geht es euch beiden so? Oh, naja. Na. Solltest du nicht arbeiten, Jack Builder? Wir? Ach, mein junger Freund ist heute gerade mit seinen Mönchsoberen aneinander geraten und braucht eine kleine Pause. Ah, so ist das. Vielleicht hast du dann ja Lust, einmal für mich zu arbeiten, Jonathan. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Jonathan! Er ist hier. Ach, hey. Das sind wir bestimmt gleich wieder geholt. Ach, Jonathan. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Hoppla. Kalt, 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 kalt.
Meine Bibel ist weg. Scheiße. Tut mir leid, aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Aber wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Du hast die Kathedrale abgefackelt. Woher weiß sie das? Jetzt mal im Ernst, woher weiß sie das? My Lady! Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeig mir. Jetzt mal wirklich, woher weiß sie das? Woher? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Na egal. Sie wird es nicht verraten. Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich weiß. Oh, wie romantisch. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred. Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt er es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Hey, es ist nicht mein Fehler, dass ich schlauer bin als Alfred. Alle sind schlauer als Alfred. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Mag sein. Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Dein Vater hat es gut gemeint, da bin ich mir sicher. Ach ja, er hat nie jemanden geliebt, nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Tja. Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Vielleicht sollte ich dann Mönch werden. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch. Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amoris von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Vielleicht gibt es die Amoris von Ovid im Skriptum. Okay. Ja, die Bibel. Ich habe es auch gelesen. Ist nicht das spannendste Buch.
Wirklich nicht. Ist nicht die beste Lektüre. Ja. Verständlich, dass man was anderes lesen will. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein. Weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Sunny. Es ist wie mit dem Wollhandel. Ja? Mit Wolle zu handeln ist ein bisschen wie das, was mein Vater getan hat. Mit Leuten reden, verhandeln, abwägen. Es macht sogar Spaß. Mit Leuten zu reden macht Spaß? Du hörst dir an, was sie zu sagen haben, was sie zu bieten haben, wonach sie suchen. Dann machst du ihnen ein Angebot, von dem alle profitieren. Auch du selbst. Ich verstehe. Wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir ein Angebot haben, das ihnen und uns nützt. Richtig. Und du solltest nicht vergessen, warum Tom und Philipp so mit dir umgehen. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich Philipp auch. Stimmt es bestimmt. Mit Tom, naja. Eines Tages werden wir ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen all. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Oh,